tagtäglich am 15. Februar 2017. Heute mit 4 verschiedenen Themen, zu denen ich allesamt nicht so richtig Ahnung habe. Aber ich erzähle euch trotzdem was dazu. Welche Themen das sind, erfahrt ihr nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist der Tech täglich. Mein Name ist Frank und heute haben wir wieder 4, ich sag sonst immer interessante Themen. Heute sind es auch interessante Themen, aber damit ich mich nicht immer wiederhole, sage ich mal, es sind heute 4 spannende Themen, um einen anderen allgemeinen Platz anzuwenden. Ich fange gleich mal an mit GigaTech. Unser Redakteur Stefan hat sich ein paar interessante Statistiken rausgegriffen, die Bitkom gerade veröffentlicht hat. Da geht es um der deutschen, na, ich würde nicht sagen das liebste Gadget, aber eins der liebsten Gadgets. Das liebste Gadget ist natürlich das Smartphone, aber eins der liebsten Gadgets ist definitiv auch das Auto. Und zwar, wie wirken sich diese ganzen kommenden technologischen Disruptionen auf das Verhältnis der Deutschen zu ihrem liebsten Fortbewegungsmittel aus? Und da gibt es ein paar ganz interessante Umfrageergebnisse. Zwar sagen weiterhin 60% der Leute, dass es ihnen sehr, sehr wichtig ist, ein eigenes Auto zu besitzen und zu fahren. Aber es sagen auch über 60% der Leute, naja, wenn die Technik denn mal so weit ist, dass es selbstfahrende Autos gibt und die notwendige Infrastruktur steht, sind sie durchaus bereit, komplett auf ihr eigenes Auto zu verzichten. Das finde ich schon spannend. Natürlich ist das Ganze ein Prozess, der nicht nur voraussetzt, dass es die notwendige Technik gibt, da muss auch Infrastruktur ausgebaut werden, da muss es eine Gesetzgebung entsprechend geben. Aber trotzdem ganz spannende Ergebnisse. Den Link zu dem Artikel mit weiteren spannenden Ergebnissen könnt ihr unter diesem Artikel lesen. Machen wir weiter. Giga Games. Diese Woche soll es neue Pokémon geben in Pokémon Go. Und ich habe halt überhaupt keine Ahnung von Pokémon Go. Mich interessiert das auch nicht. Ich finde das sogar ziemlich schrecklich. Trotzdem lese ich euch jetzt mal vor, was es da Neues gibt. Das Update dreht sich um die Taschenmonster der zweiten Generation, Silber, Gold und Kristall. Insgesamt 80 von den 99 in der Johto-Region angesiedelten Pokémon sollen den Trainern am Ende dieser Woche in Parks und Kaufhäusern begegnen können. Eine genaue Liste liegt noch nicht vor, aber der Trailer für das Update zeigt die Starter-Pokémon sowie Marill, Huthut und X-Butt. Bis zum Ende des Valentinstags-Events dürfte das Update jedoch noch nicht erscheinen. Die Entwickler kündigen zudem weitere Änderungen an. Pokémon sollen nun wie erstmals in der zweiten Generation der Gameboy-Spiele dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht angehören. Zudem verändert sich im Zuge der neuen Monster das Entwicklungsverhalten. Ein Evoli kann sich damit beispielsweise nun in ein Psyana verwandeln. Toll! Giga Android hat einen Artikel über Threema. Threema kennt ihr vielleicht, das ist ein alternativer Instant Messenger, also im Stile von WhatsApp, ist sogar relativ ähnlich, brüstet sich aber damit, dass es noch sicherer und noch datengeschützter sein soll, ist ein Produkt, das aus der Schweiz stammt und so wie Threema auch relativ viele andere Features von WhatsApp schon kopiert hat, gibt es nun seit neuestem, also seit heute, auch einen Web-Client. Also ihr könnt im Prinzip euer Threema konnektieren mit eurem Webbrowser, also das Gerät und also beide Geräte müssen im gleichen Netzwerk sein, aber dann könnt ihr auch schön und praktisch über euren PC oder über euren Mac Nachrichten schreiben. Die gehen dann über euer Handy ins Netz und kommen dann auch über das Handy auf den Browser, also es läuft halt tatsächlich nur, wenn beide Geräte quasi so per QR-Code gekoppelt sind. Also bei WhatsApp finde ich das ganz praktisch. Threema nutze ich persönlich nicht, soll aber durchaus einige Fans haben. So, und dann haben wir noch ein spannendes Ding und zwar bei Giga Apple. Da gibt es jetzt neue Informationen zu einem russischen Trojaner X-Agent. Und da bin ich auch ein ganz klein bisschen gehässig als alter Windows- und PC-Fan. Denn wie oft musste ich mir von Leuten, wie zum Beispiel meinem Kameramann Ben, anhören lassen, wie sicher macOS ist, ist es tatsächlich, also ich denke mal in der Tendenz, ist es schon ein bisschen sicherer. Allerdings gibt es auch dafür Schadsoftware. Und dieser X-Agent-Trojaner soll in der Lage sein, Passwörter, Bildschirm, Inhalte und sogar komplett Backups von macOS-Rechnern zu stehlen und an Unholde in Russland zu senden. Das Ganze ist jetzt, sage ich mal, trotzdem nicht allzu schwerwiegend zu bewerten, weil das natürlich ein Programm ist, das bestimmte
Ziele nur angreift. Also die Leute, die das gemacht haben, haben eine Agenda. Könnte durchaus sein, dass da Geheimdienste oder vielleicht sogar der Herr Putin persönlich dahinter stecken. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt allein meine Mutmaßung. Alle Infos dazu lest ihr jedenfalls im Artikel auf GigaApple und alle Links dazu, auch zu den vorangegangenen Themen, findet ihr natürlich wie immer hier unter dem Video. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesen formidabel von mir vorgetragenen Themen, zu denen ich keine Ahnung habe. Ich wünsche mir, dass ihr morgen wieder einschaltet und dass ihr uns ein Like dalasst, möglicherweise sogar unseren Kanal abonniert. Das wäre doch mal was, oder? Also dann, bis morgen.